Aber die Übung ist eigentlich wirklich eine, die hat schon mein Trizeps-Training sehr stark verändert. Leute, willkommen zu einem weiteren YouTube-Video von mir. Heute möchte ich mal eine Übung zeigen, die meinem Trizeps sehr, sehr viel weitergeholfen hat. Es geht um eine Übung, die wieder den langen Kopf betrifft, den man in der Front Double Biceps Pose eigentlich sehr, sehr oft sieht, beziehungsweise was da sehr, sehr wichtig ist, um dem wirklich ordentlich Volumen zu geben. Und wir sind heute an der Multipresse. Multipresse ist natürlich auch immer was, was einfach geführt ist und wo man sich wieder um einiges leichter tut mit dem Spüren. Das heißt, wenn ihr euch generell schon schwer tut, bei Übungen zu spüren, dann macht es vielleicht nicht eher frei, sondern eher an einer Maschine oder an einem Kabel geführt, weil da ist es um einiges leichter durch die konstante Spannung einfach das wirklich besser zu spüren. Und wie gesagt, heute sind wir mal an der Multipresse und jetzt zeige ich euch mal die Übung, wie die ausschaut und wie man die perfekt performt. Was das erste Mal wichtig ist, wir stellen uns die Bank auf 45 Grad ein. Danach stellen wir die Bank so ein, dass wir die Multipresse direkt am Sternum ablegen können. Das heißt, vom Bewegungsradius her sollte das dann circa so aussehen. Von der Griffbreite her würde ich eigentlich immer so schulterbreit nehmen. Wenn wir zu eng greifen, driften die Ellbogen eigentlich immer nach außen ab, was dann wieder sehr, sehr schwierig wird, den Trizeps zu spüren. Das heißt, wir versuchen wirklich schulterbreit zu greifen, die Stange mal rauszuheben und wenn wir es nach unten absenken, die Ellbogen so eng wie es geht am Körper lassen und dann den Bewegungsradius, das heißt nur den aktiven Bewegungsradius vom Trizeps ausnutzen, weil wenn ich jetzt noch weiter nach unten gehe, mache ich das eigentlich nur aus der Schulter und aus der Brust. Das heißt, ich schaue wirklich maximale Dehnung am Trizeps und von da drücke ich mich eigentlich wieder nach oben. Auch beim nach oben drücken wieder aufpassen, dass wir die Brust nicht dazu nehmen, sondern dass die Ellbogen wirklich schön eng am Körper bleiben und wir hier den Ellbogen nicht ganz durchstrecken. Bei der Übung ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr euch auf euer Gefühl verlasst. Das heißt, nehmt nicht zu viel Gewicht am Anfang und schaut, dass ihr wirklich den Trizeps spürt. Wie gesagt, die einzigen Hacks sind, dass ihr wirklich schön die Ellbogen an die Seiten klammert und da wirklich lasst. Das heißt, lasst sie nicht nach außen abdriften und generell von der Brust her, die schiebt ihr eigentlich gut raus. Das heißt, die Schulterblätter sind schön nach unten hinten fixiert, so seid ihr eigentlich schön stabil auf der Bank fixiert. Und wie ihr hier seht bei der Ausführung, versuche wirklich eigentlich, wenn ich nach unten gehe, kurz einen Stopp machen und dann wieder wegzudrücken. Das gibt mir einfach ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl, dass ich wirklich aus dem Trizeps drücke. Das heißt, wenn ihr auch wirklich merkt, okay, es schaltet sich jetzt die Brust ein oder es schaltet sich die vordere Schulter ein, nehmt vielleicht ein bisschen Gewicht am Anfang mal runter und fokussiert sich mehr auf die Ausführung. Die Progression kommt sowieso mit der Zeit. Das heißt, da ist es wirklich sehr, sehr wichtig, einfach auf euer Gefühl zu hören. Vom Gewicht her müsst ihr euch bei der Übung immer ein bisschen rantasten. Ich mache die eigentlich immer ein bisschen leichter und mache sie mit einem Stopp, weil ich mir eigentlich auch immer noch schwer tut mit dem Spüren. Aber die Übung ist eigentlich wirklich eine, die hat schon mein Trizeps-Training sehr stark verändert. Wie gesagt, dadurch, dass ich mich jetzt immer ein bisschen mehr auf die Ausführung konzentriere und fast eigentlich bei jeder Übung immer so einen Stopp einbaue, nehme ich einfach so ein bisschen die Spannung von den Gelenken oder die Belastung von den Gelenken weg und versuche das Ganze wirklich alles am Muskel zu halten, einfach mit der konstanten Spannung. Das heißt, probiert es auf jeden Fall einmal aus und ihr wisst, ihr könnt meine Videoproduktionen immer mit einer Bestellung bei esn.com unterstützen. Ich habe heute zum Beispiel auch wieder den Nitro Pre-Workout genommen und ist schon ein Game Changer, vor allem in so einem Armtraining, wo ich mir schwer tue mit dem Spüren, wenn einfach mehr Pump drin ist, dann haut das gleich viel mehr rein. Ja, mehr gibt es nicht mehr zum Sagen. Bis zum nächsten Video. Ciao, viert euch!